Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Part Nummer 59. Ja, im letzten Part haben wir den Geistertempel erledigt und haben die Killer-Omas besiegt. Und ja, nicht wundern, warum wir hier sind. Und zwar, uns wurde ja gesagt, dass wir in die Zitadelle der Zeit zurückgehen sollen, weil da irgendwas passiert. Und ja, dadurch, dass man halt, wenn man speichert, als erwachsener Link eh in die Zitadelle der Zeit automatisch kommt, wird jetzt eine Cutscene getriggert. Und ich wollte eigentlich erst gegen Ende rein, wenn ich die Nebenquests alle gemacht habe. Aber es lässt sich jetzt leider nicht mehr verhindern. Heißt, wir gucken uns die jetzt an. Aber sollte eigentlich auch kein Problem sein. Und dann starten wir das Ganze mal. So, ja. Ich habe auf dich gewartet, Undead. Das würde normalerweise passieren, wenn man dann selbst nochmal reingeht, aber ja. Wird halt automatisch jetzt getriggert. Undead, der Auserwählte. Du hast unzählige Gefahren überwunden und die sechs Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe, ein letztes Zusammentreffen mit Ganondorf, dem Großmeister des Bösen. Bevor du aufbrichst, solltest du mein Wort lauschen. So höre denn die Legende, die sich die Sheikah über das Triforce erzählen. Seit Triforce Heroes weiß ich schon gar nicht mehr, ob man zusammenschreibt. Ach ja. Suchst du das Triforce, so höre gut zu. Goldene Macht. Es befindet sich im Heiligen Reich. Dies ist ein Ort, der auf die Wünsche deines Herzens reagiert. Ein schwarzes Herz macht es zum Hort des Übels. Ein reines Herz aber verwandelt es in ein Paradies. Warum ist es dann nicht schon immer Paradies oder Hölle? Fragt man sich manchmal, aber gut. Das Triforce, Symbol der Macht, birgt das Gleichgewicht dreier Kräfte: Weisheit, Mut und Kraft. Ja, Kräfte und Kraft. Macht Sinn. Sind diese Kräfte ausgeglichen im Herzen des Triforce-Trägers, hat er die Macht, gerecht zu herrschen. Ja. Trifft auch nicht auf jeden zu, leider. Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforce in seine drei Fragmente. Gab es jemals bei Zelda irgendeinen, der alle drei Sachen, ja. Nur ein Fragment bleibt ihm. Jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an den er selbst am meisten glaubt. Ach, Glaube hat das dazu zu tun. Was müsste man eigentlich sagen, Link ist dumm, sondern der ist nur mutig. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Triforce finden. Also wenn er nicht dran glaubt, dann klaut er es einfach, wie es halt Ganon macht. Noch zwei vom Schicksal Erwählte tragen je ein Triforce-Element als Symbol auf ihren Handrücken. Ja, wer mag das wohl sein? Also wer Zelda kennt, ist ja kein Geheimnis mehr. Aber ich glaube, wer Zelda Ocarina of Time als erstes Zelda gespielt hat, war das vielleicht schon was Interessantes, wer weiß, was Neues. 7 Jahre zuvor drang Ganondorf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zitadelle der Zeit geöffnet hast. Als seine Hände das Triforce berührten, wurde die Legende wahr. Ach, das sieht man erst als Erwachsener, Link, oder was? Ja gut, macht Sinn. Als das Triforce in drei Teile zerbrach, gelang es Ganondorf lediglich, das Triforce-Fragment der Kraft zu erringen. Durch die Macht des Triforce-Teils wurden seine teuflischen Kräfte verstärkt, doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Daher sucht er nun die auserwählt wurden, Träger der anderen Triforce-Elemente zu sein. Der Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Undead. Yay! Vielleicht mal gucken. Nee, habe ich nicht. Ich gucke jetzt gerade auf meine Hand. Das Symbol der Weisheit trägt der siebte Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Okay. Achso, der quasi die anderen anführt. Sheik ist der Auserwählte. Nee, der. Ja. Und das ist. Weiß nicht, ob das jetzt für die einen oder anderen überraschend kommt. Ich glaube, für die Leute, die es noch nie gespielt haben, vielleicht. Andere lassen sich vielleicht davon leicht spoilern. Andere wiederum wundern sich, warum das so ist. Ich bin es, Zelda, Prinzessin von Hyrule.
Verzeih, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe. Doch es war nötig, da ich mich von Ganondorf verstecken musste. So, und bevor ich es weiterlese, muss ich mal ganz kurz was sagen. Es gibt so viele Leute, die meinen hier, was ist jetzt Zelda männlich, weiblich, wegen Sheik, weil Sheik ja eher männlich, also männlich sein soll. Und in Videospielen, vor allem in Zelda, geht es darum, dass es auch Magie gibt. Ich meine, Zelda hat Zauberkräfte. Sie hat sich verwandelt. Die Leute meinen nämlich immer, dass sie irgendwie so eine Mischung aus männlich-weiblich ist und keine Ahnung. Aber ja, einfach verwandelt. Optisch verwandelt. Nur vom Sichtbaren her, nicht vom Körper her. Aber gut, das ist natürlich wieder so diese Fanfiction der Leute, die dann immer so, ja, Sheik als weiblich oder Zelda als männlich machen, zeichnen. Gibt es so ein paar Bekloppte, aber gut, jeder sein Ding. So, also nur mal meine Meinung, es ist einfach nur eine Verwandlung, fertig aus. Heute vor genau 7 Jahren suchte Ganondorf mit seiner Horde wilder Kriegerinnen Hyrule heim. Ja, Kriegerinnen wegen den Gerudos. Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Ja, ich glaube, die Szene sehen wir jetzt insgesamt schon zum dritten Mal, wobei das ist jetzt aus der Sicht von Zelda, in der Ego-Ansicht. So, und einfach mal die Ocarina weggeworfen. Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Ja, immerhin hast du dich darin nicht getäuscht. Sonst wären wir nicht so weit gekommen. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Ganondorf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten, aber etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Als du das Tor zur Zeit betreten hast, bahnte sich das Schwert 7 Jahre im Heiligen Reich, also bannte, nicht bahnte, würde mir sonst mit H geschrieben, sich das 7 Jahre im Heiligen Reich, ja, genau, mit mir zusammen. Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit. Das Triforce fiel in Ganondorfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Ganondorf verlor mehr und mehr sein menschliches Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, dem Boten des Todes. Sonst noch was? hier, Eiswagenverkäufer. In all den Jahren gelang es mir, mich als Sheikah zu tarnen und so mein Schicksal zu entgehen. Ich wartete 7 Jahre. Ja, jetzt bist du wieder zurückgewandelt. Doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Die 6 Weisen werden neue Siegel schaffen und Ganondorf für immer in die Tiefen der Hölle verbannen. Haben wir die nicht schon bekommen? Ist dies vollbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm alles Böse für alle Zeit aus Hyrule verschwinden. Nur leider hält es nicht lange. Undead, um dieses Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich schützen, bis der Plan vollbracht ist. Nimm nun die Waffe an dich, die die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Ja, gut, relativ. Die heiligen Pfeile des Lichts, ja. Was übrigens einfällt, ich war ja eigentlich schon fast drauf und dran zu sagen, dass das Spiel bald durch ist, aber wir haben ja noch diese Gerudo-Trainingshalle vor uns. Ein optionaler Dungeon, den ich auf jeden Fall gerne machen würde. Fällt mir so gerade so ein wegen den Pfeilen. Ein Bernsteinpfeil. Die Lichtpfeile, platziere sie auf C, um sie zu verschießen. Das Licht des Guten zerstört Böses. Oh ja. Und was ist jetzt los? Der Controller vibriert. Ich bin froh, dass ich das Rumble Pack drin habe. Dieses Beben. Was geschieht hier? Das darf nicht sein. Oh ja. Und einfach mal so in einem riesen Rubin gefangen. Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen.
Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur dem Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Ja, wer mag das wohl sein, Ganondorf? Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es waren die Kräfte des Triforce-Symbols für Mut. Doch mit dem Element, das er besitzt, und dem Triforce der Weisheit, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Mit allen drei Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Nie wirst du Zelda retten. Wagst du es, mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich. Ich muss doch immerhin, sonst kriegst du ja das Mut-Triforce nicht. Ja, lach du nur. Wir kommen noch, aber leider nicht sofort. Das ist halt jetzt dieses Dumme, weil ich die Cutscene erst später triggern wollte. Ja. Damit man halt das Ganze so in einem Rutsch haben kann. Und jetzt habe ich quasi die Story weiter vorangeführt und gleichzeitig mache ich jetzt wieder Nebenquests erst. Wie lange hat das eigentlich gedauert? Wie, 11 Minuten? Der halbe Part ging durch die Cutscene drauf. So, und zwar genau hier wollte ich hin. Weil hier gibt es noch Skulltulas, hier gibt es noch eine Fee. Na, haut ihr ab. Immer so ein bisschen ausweichen. Und ich muss natürlich auch immer wieder Nacht machen, weil sonst die Skulltulas nicht auftauchen. Und hier oben drauf, auf dem Teil hier, ist ja ein Herzteil. Das hätte Sheik ruhig runterwerfen können, als er da oben drauf stand. Und wir müssen halt jetzt im richtigen Moment überall runterspringen. Zuallererst mal hier. Hier dürfte es irgendwo eine Skulptula geben. Wenn nicht auf einer anderen Plattform. Und ja, was habe ich noch vor? Die ganzen Skulpturas sammeln auf jeden Fall. Dann fehlen uns noch 5 Herzteile. So, ich guck mal, ob das hier ja auch richtig war. Na, war das der Richtige? Nein, war es nicht. Navi, was möchtest du? Los doch, zu Ganons Schloss. Wir müssen Prinzessin Zelda befreien. Später. Hörst du auf? Weg mit dir. Nee, hier muss ich dann... Ich muss dann weiter hinten dann runterspringen. Was ich auf jeden Fall hier nochmal kurz zeigen könnte... Ja, haut ihr mal ab. Ja, hier wird zwar was angezeigt, aber das ist halt bewusst, dass man hier... mal ein bisschen Wasser reinfüllt in die Quelle. Ich glaube, das Ganze ist nur für Feen. Also so, ja, einfach nur so ein bisschen zum Heilen. Aber einfach, damit man es mal gesehen hat, dass man hier sowas triggern kann. Ja, und schon kommen, ist es quasi wie eine Feenquelle. Und das nutze ich dann auch einfach, damit ich mir ein paar Feen schnappe. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass ich sie je nochmal brauchen werde. Ich wollte kein Wasser. Ah, nee, ich habe noch eine Fee. Ich habe mich schon gewundert. Weiß ich nicht, weil das so flupp macht, als würde man Wasser schlüpfen. So, alles klar. Oben rechts sieht aus wie ein Gesicht. Ja, da muss ich halt nochmal schnell hinten hin zum... zur Plattform. Das Dumme ist ja... Haut mal ab, ihr Viecher. Meine Güte. Das, naja. Jetzt bin ich zu blöd, um die zu treffen. Ja, ich bin wirklich zu blöd, um die zu treffen. Ich hau ab. Dass wir halt jetzt zweimal nochmal damit rumfahren müssen, weil einmal, wie gesagt, ist auf so einer Plattform eine Skulptura und dann halt dieses Herzteil. Und man kann halt leider nicht beides gleichzeitig einsammeln. So, irgendwo müsste noch eine andere Plattform sein, wo ich runterspringe. Ja, hier. Oh, nicht in den Skulptura reinlaufen. So, einmal. Hey. Blödes Mistvieh. Das ist. Normalerweise ist alles, wie sagt man so schön, stoppt. Aber das Vieh war auf eben einmal hier richtig aggressiv und aktiv. Irgendwo gab es hier, ja, ein Loch. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich das auch mal gleich machen. Ich bin so ein bisschen, wie soll man sagen, gerade so ein bisschen verpeilt. Aber. Sollte eigentlich doch kein Problem sein, dass ich zumindest die Wüste in diesem Part hier fertig kriege. Und irgendwo müsste hier dann noch eine Palme sein, wo eine Skulptur da dran hängt. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht mehr sicher, an welcher.
Ich habe halt nur die Palme im Kopf mit einer Skulptura dran. So, die vorletzte Fee. Wir haben schon lange keine Fee mehr gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich sie nochmal sprechen kann. Hallo, Süßer. Ja gut, okay, das sollte passen. Ach ja. Immer wieder lustig. Na, du Fee der Kraft irgendwas, keine Ahnung. Ja, hallo? Möchtest du auch mit uns reden? Hallo, mein süßer Undead. Ich bin die Fee der Magie. Die dritte Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Ja, nehme ich mal an. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer von diesen Zaubern, den ich auch nie benutzt habe, einfach weil ich ihn nie gebraucht habe. Man kann sich das vorstellen, wer den, ich glaube, Sumaria-Stab heißt der, bei Zelda Link to the Past. Das ist so eine Art Schutzschild. Nairos Umarmung. Setze diese kraftvolle magische Schutzaura mit C ein. Ja, toll. Keine Beschreibung, fertig. Nairos Umarmung kannst du nur für begrenzte Zeit nutzen. Wende diesen Zauber also mit Bedacht an. Zoom doch noch näher ran, ey. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Nee, lass mal. Ich hab Feen dabei. Kleine, süße Feen. Oh Mann, ey. So, aber jetzt nochmal die eine Skulptura holen. Ich hoffe, dass es nur noch die zwei waren. Ich muss auf jeden Fall mal wieder Nacht machen. Warte mal, bevor ich hier bin. Ja, treff mich einfach mal. Gucke ich mal gleich bei diesen zwei Palmen nach. Wenn nicht, ist es hinten vielleicht doch bei der Oase. So. Ja, ja, komm, hau ab. Haut die jetzt ab. Die Viecher kommen halt leider unendlich. Bis halt irgend so ein großer auftaucht, wenn man zu viele von denen besiegt. Hier war auf jeden Fall nichts. Und ja, deswegen macht es halt eigentlich keinen großen Sinn, die anzugreifen. Und ich bin absolut nicht getimed, was es angeht. Hört ihr auf? Das gibt's doch nicht. Naja, bevor ich die alle besiegt habe, töten sie mich eher. Wir sollten nicht hier Blödsinn machen, sondern halt wirklich mal gucken. Und war hier... Ich glaube da vorne, sieht man da was? Oder... Nee. Ah nee, doch, da ist doch. Haut mal ab hier, blöden Killerviecher. Das ist auch das Nervige. Wie soll ich jetzt die Skulptura kriegen, wenn die hier mich nerven? Ja, okay, gut. Und noch schön den... Vor lauter konzentrieren. Ach komm. Das ist jetzt keine Ahnung, was man davon halten soll. Ey, nicht daneben. Ach komm jetzt, das ist doch nicht wahr. So, geht doch. Blöde Viecher, ey. Meine Güte. Guck mal, wie viel Schaden ich schon bekommen habe. Ja gut, ich habe ja auch ein bisschen rumgeblödelt, aber trotzdem. Haut die jetzt ab. Ja, die heißt natürlich umsonst Killer... Killer irgendwas. Wie hieß es nochmal genau? Sandkiller. Ja. Die nerven aber auch furchtbar. Was soll man machen? So, warte mal. War das jetzt eigentlich die letzte Skulptura hier? Das wollte ich ja nachprüfen. Ja, okay, gut. Dann haben wir die Gespensterbüste auch komplett. Dann fehlt uns jetzt wirklich nur noch... Ja, die eine Skulptura in, hier in Zoras Reich. Gut, dann haben wir zumindest eins erreicht. Zumindest grob. Weil ich hole mir jetzt noch schnell das Herzteil und dann, ja, beende ich den Part. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, dass ich das auch richtig erreiche, weil leider ist die Kamera wirklich so draufzoom-mäßig aufgebaut. Na, komm, hier hoch. Alles klar. Man kann zum Glück in der Luft so ein bisschen abbremsen, wenn man nach vorne springt. Und ein Herzteil und es fehlen nur noch vier Stück. So, und ich bleibe jetzt hier oben stehen. Wenn mich jetzt hier kein blöder, Rabe stört. Wartet mal. So, jetzt bin ich mal ein bisschen... Na, komm. Hallo? Na, toll. Jetzt wollte ich ein bisschen Skill zeigen und dann treffe ich nicht mehr. Na, den haben wir. Ich will die jetzt einfach alle platt haben. Blöde Viecher, ey. Das ist die Rache dafür, dass mich mal einer erschreckt hat. Oh, ich glaube, der ist zu weit weg. Den habe ich ja eigentlich getroffen. Na, nicht bewegen.
Warum kommt die Musik jetzt? Weil jetzt so ein blöder Rabe doch noch aktiv war, gell? Weg mit dir. So, jetzt aber. Okay, gut. Genug Rache geübt. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.